Los Angeles, Kalifornien, USA, ist die Liebe von Jennifer Lopez, 54, und Ben Affleck, 51, tatsächlich am Ende? Inmitten der Trennungsgerüchte hat die Sängerin ihre Fans jetzt mit einem vielsagenden Statement überrascht. Sie zeigen sich kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit. Er hatte zuletzt bereits den Ehering abgelegt und auch räumlich soll das Hollywood-Traumpaar längst getrennte Wege gehen. Seit Wochen häufen sich die Spekulationen um ein angebliches Eheaus im Hause Lopez, Affleck. Nun scheint das Paar ein für allemal genug von den Scheidungsgerüchten zu haben und geht in die Offensive. Bei der Premiere ihres neuen Netflix-Films Atlas kam Jennifer Lopez am Montag plötzlich auf ihr Privatleben zu sprechen und fand dabei nur wohlwollende Worte für ihre Familie. Eine Sache, auf die ich immer vertrauen kann, ist die Familie, lächelte die 54-Jährige die Spekulationen um ihre Beziehung im Interview mit Entertainment Tonight weg. Eine Aussage, mit der sie nicht nur auf ihre Zwillinge Emma und Max, beide 16, sondern auch auf ihren Ehemann Ben Affleck anspielen dürfte. Scheint, als wolle J. Lo die Gerüchte um eine drohende Scheidung damit aus dem Weg räumen. Und auch ihr Liebster setzte fast zeitgleich ein deutliches Zeichen. Ben Affleck trägt seinen Ehering wieder, nachdem der Filmstar zuletzt immer wieder ohne Ehering gesichtet worden war, zeigte er sich laut Page Six nun erstmals wieder mit dem silbernen Schmuckstück am Finger. Auf Paparazzi-Fotos, die den 51-Jährigen bei einem Dinner mit Freunden in Santa Monica zeigen, ist der Ring an Afflecks linker Hand nicht zu übersehen. Eine bewusste Zuschaustellung oder nur ein zufälliger Schnappschuss? Gut möglich, dass auch der Schauspieler die Gelegenheit gezielt nutzte, um die anhaltenden Trennungsgerüchte zu entkräften. Bereits vor wenigen Tagen war das Paar überraschend gemeinsam bei einer Veranstaltung in Los Angeles aufgetaucht und hatte so den Berichten um angebliche Probleme in seiner Ehe getrotzt.